hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Und hier ist die Tele DMW Wocheninfo. Immer wieder sonntags kommt Tele DMW. Ich begrüße Sie herzlich zur Wocheninfo Nummer 343 des Remscheider Fernsehen Tele DMW. Hier gibt es die Breaking News aus Remscheid und anderen Städten. Die gehen diesmal bis zum 11.07.2021. Im Studio hat wie gewohnt vor Ihnen Platz genommen Ihr Herr Westkamp. Ein Mann eröffnet eine Abbiegespur auf der Balkantrasse. Das ist ganz neu, da können Sie demnächst auch herfahren. Ob es gesund ist, ist eine andere Frage. Am Montag, dem 5.07.2021, kam es gegen 21 Uhr auf der Balkantrasse zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers. Ein 63-jähriger Mann aus Lennep war mit seinem Fahrrad auf der Balkantrasse, Höhe der Straße im Alten Berge, in südwestlicher Richtung unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und eine Böschung hinunterrutschte. Dort kollidierte er mit einem Baum. Im Zuge des Sturzgeschehens verletzte sich der Mann so schwer, dass er stationär im Krankenhaus behandelt werden musste und deshalb kam auch der Rettungswagen dorthin. Der Sachschaden liegt bei ca. 300 Euro. Also, wenn ich zu dritt eine Diskussion führe und die anderen beiden kapieren nicht, was ich meine und sind immer anderer Meinung, dann werde ich sauer, nimm die Pistole, schieß mal drauf, vielleicht kapieren sie es dann. Unter dem Motto, drei Schüsse auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Das ist ein klarer Mordversuch und das ist nicht passiert. Man hat aber auf die Personen geschossen, auf eine andere Stelle, sodass sie noch überleben konnten. Und das gab natürlich eine Menge Ärger. Wo war denn das? Im Rahmen einer zwischenmenschlichen Auseinandersetzung erlitten am Mittwoch, dem 7.7.2021, zwei Personen in der Geibelstraße, die geht von der Königstraße ab, schwere Verletzungen. Mehrere Anwohner informierten gegen 16.20 Uhr die Polizei über Schussgeräusche in der Geibelstraße. Eine 47-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann erlitten dabei Verletzungen. Flüchtig vom Tatort ist eine männliche Person. Die verletzten Personen mussten zur intensivmedizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Natürlich mit dem Rettungswagen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht aber keine Lebensgefahr. Eine mehrköpfige Ermittlungskommission, auch Mordkommission genannt, nennt sich übrigens Geibel, wurde eingerichtet, um die Umstände aufzuklären. Aus Polizei- und ermittlungstaktischen Gründen konnten keine weiteren Auskünfte gegeben werden. Naja, also ein paar mehr Auskünfte mussten ja schon sein. Die habe ich natürlich doch noch. Wer war das denn wohl? Im Zusammenhang mit diesem versuchten Tötungsdelikt an einer Frau und einem Mann fahndet die Polizei mit einem Bild nach dem mutmaßlichen Täter. Und der sieht wie folgt aus. Bei der gesuchten Person handelt es sich um Bayram Ö. Der 53-Jährige steht im dringenden Verdacht, mit einer Schusswaffe auf die 47-jährige Frau sowie den 24-jährigen Mann geschossen zu haben. Der Gesuchte ist 1,78 Meter groß, schlank, hat braune Augen, graumeliertes Haar und einen dunkleren Teint. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung. Eine Spur führte am Freitag, dem 9.07.2021, zu einem Mehrfamilienhaus, was in Essen-Vogelheim steht. Eine Spezialeinheit der Polizei verschaffte sich gegen 16.45 Uhr Zutritt zu einer dortigen Wohnung, konnte den 53-Jährigen jedoch nicht antreffen. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Bayram
Ö.geben. Melde sich bitte bei der Polizei. Da konnte wohl einer nicht so richtig in der Spur bleiben. Der hatte wohl einen Rechtsdrang auf der Fahrbahn. Am Montag, dem 5.7.2021, kam es um 0 Uhr und 5 Minuten zu einer Unfallflucht in der Remscheider Straße in Lüttringhausen. Ein schwarzer VW Golf war in der Remscheider Straße in Fahrtrichtung August-Erbschlö-Straße abgestellt. Als ein Zeuge zur Unfallzeit einen lauten Knall hörte, stellte er die Beschädigung an dem geparkten Fahrzeug fest. Es ist im linken Heckbereich stark beschädigt. Aus der Spurlage lässt sich bislang erkennen, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen dunklen BMW gehandelt hat und dieser im Frontbereich beschädigt worden ist. Zudem deuten die Spuren darauf hin, dass sich das Fahrzeug nach dem Zusammenprall in Richtung August-Erbschlö-Straße entfernt hat. Die Polizei sucht Zeugen. Wer was weiß, macht bitte die Polizei heiß. Auch heute schaue ich über unsere Remscheider Stadtgrenze mal wieder hinaus, diesmal in Richtung Wermelskirchen. Dort ist in eine Tankstelle eingebrochen worden. Aber es gab ein Problem. Die Täter sahen vor Nebel die Beute nicht. In der Nacht zum 7.7. sind gegen 2 Uhr morgens Unbekannte in eine Shell-Tankstelle im Ortsteil Hünger eingebrochen. Über die Zentrale eines Wachdienstes wurde die Polizei über eine Alarmauslösung an dem Objekt am Autobahnzubringer zur A1 informiert. Sofort begaben sich mehrere Einsatzkräfte zum Tatort. Vor Ort wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Seitentür der Tankstelle aufgebrochen haben. Zuvor hatten sie am Objekt angebrachte Bewegungsmelder beschädigt. In der Tankstelle haben sie dann eine weitere Tür vermutlich aufgetreten, um dann in den Verkaufsraum zu gelangen. Augenscheinlich machten sie keine Beute, insbesondere weil die Vernebelungsanlage ausgelöst und das weitere Vorgehen erschwert wurde. Eine Fahndung nach den Tätern mit Unterstützung der Autobahnpolizei verlief ergebnislos. Die Videoüberwachung der Tankstelle wird noch ausgewertet. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren der Täter zu sichern. Liebe Tankstelleninhaber, das habt ihr davon. Warum macht ihr auch nachts die Tanke zu? Macht doch 24-Stunden-Service, dann kommt sowas nicht mehr vor. Es gab einen schweren Unfall in einem Freizeitpark, gerade wieder geöffnet, schon Verletzte. Nein, es war nicht das Phantasialand, es war ein Freizeitpark im Sauerland. Nach einem Unfall im Fort Fun, so heißt der Freizeitpark im Sauerland, ist eine 10-Jährige schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen worden. Jugendliche hatten sich nämlich einen Spaß erlaubt. Bestwig im Sauerland. Auf der Sommerrodelbahn im Fort Fun ist es am Donnerstag, dem 8.7.2021, zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Kinder wurden teilweise schwer verletzt, weil sich mehrere bislang unbekannte Jugendliche einen Spaß erlaubt und ihre Schlitten mitten auf der Rodelbahn gestoppt hatten. Sie sollen gegen 13 Uhr die Sommerrodelbahn mit ihren Schlitten blockiert haben. Dass die von ihnen provozierten Auffahrunfälle solche verheerende Folgen haben würden, damit hatten die Jugendlichen nicht gerechnet. Mehrere Personen, darunter die teils schwer verletzten Kinder, die 10 und 7 Jahre alt waren, fuhren daraufhin auf den hintersten stehenden Schlitten auf. Nun wird gegen die Jugendlichen wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Beide verletzten Kinder stammten aus NRW. Der 7-Jährige aus Werl, das 10-jährige Mädchen aus Nettersheim. Sie wurden schwer verletzt und mussten mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der Junge war als erster auf die aufstehenden Schlitten aufgefahren. Anschließend raste das Mädchen in den Stau auf der
Sommerrodelbahn. Ihr fuhr wiederum eine weitere Frau auf. Alle Verunglückten fuhren noch selbstständig mit ihren Schlitten ins Ziel. Dort stellten die alarmierten Rettungskräfte fest, dass besonders das 10-jährige Mädchen schwere Verletzungen davongetragen hatte. Sie soll an der Wirbelsäule verletzt worden sein. Auch der 7-jährige kam verletzt in ein Krankenhaus, wie sie bereits vernommen hatten. Kein Tor, kein Tor! Finale! Finale! Meine Damen und Herren, Sonntagabend Finale, direkt nach unserer Produktion der Wocheninfo. Ich drücke den Deutschen nicht die Daumen, sie spielen das schließlich gar nicht. Heute wird's spannend, Finale der Europameisterschaft. Und ich muss sagen, der Ball rollt heute Abend um 21 Uhr. Was uns Remscheider natürlich interessiert, drehen nach dem Spiel die Autofahrer durch oder nicht? Ich würde sagen, wenn die Engländer gewinnen, Großbritannien, dann bleibt es relativ ruhig hier. Sollten die Italiener gewinnen, ja, da freuen wir uns drauf, dann haben wir Verkehrschaos am Hauptbahnhof, am Rathaus, auf der Neuenkammerstraße, überall drehen die durch und da fliegen wahrscheinlich die Pizzen vor Freude aus dem Auto. Na, da bin ich immer gespannt, wer der Sieger wird. Samstagabend auf der A46, was ein Erlebnis. Springende Wasserperlen auf der Autobahn. Alles nur vom Wolkenbruch. Es gab Abkühlung. Es war nämlich sehr schwül in den letzten Tagen. Auch wenn die Sonne nicht schien. Es war sehr, sehr schwül. Wie schwül werde ich Ihnen jetzt vorlesen. Unsere Messwerte der Wetterstationen, die sich in Remscheid befinden. Sie haben eine Woche lang aufgepasst, was die kältesten und wärmsten Temperaturen waren. Pro Standort zumindest. Erstmal mit den wärmsten. In Rheinzagen hatten wir 24,9 Grad tagsüber als wärmstes. Am Rathaus 24,7 Grad, in Lennep 24,1 Grad, im Mosbachtal 23,7 Grad, an der Dörpmühle 23,6 Grad und in Klausen 24,9 Grad. Wer nachts aufblieb, konnte es etwas kühler erleben, aber nicht besonders. In Rheinzagen gab es 15,3 Grad, am Rathaus 17,8 Grad, in Lennep 14,4 Grad, im Morsbachtal 13,5 Grad, an der Dörpmühle 13,2 Grad und in Klausen gab es 15,9 Grad. Es war schon etwas kühler, da sollte man doch das Fenster aufreißen. Aber aufpassen, es könnte reinregnen. Ne? Ob es reinregnet, werden wir gleich herausfinden, wenn wir aufs Satellitenbild schauen. Das sieht aber gar nicht gut aus. Ist ja alles bewölkt. Wie soll denn da die Sonne noch rauskommen? Das weiß ich nicht. Wie lange wird das denn noch bewölkt bleiben? Ja, wenn wir so rausschauen, ist alles bewölkt. Ob sich das Wetter in den nächsten Tagen ändert, werden wir jetzt rauskriegen, indem wir aufs Europabild schauen. Ach du Schande, wir haben ausgerechnet Westwind. Westwind! Und wenn wir Westwind haben, wie Sie ja sehen, schiebt sich da noch mehr von den Wolken über uns rüber. Und es scheint eine Menge Nachschub da zu sein. Der Wetterdienst sagt Folgendes dazu. Am Montagvormittag vielfach sonnig, am Nachmittag im Rheinland wolkig und nachfolgende Schauer und einige Gewitter, damit es nicht so schwül ist. Stellenweise aber auch kräftig. In Westfalen bis zum späten Abend trocken. Höchstwerte 24 bis 28 Grad, auf 800 Meter Höhe nur 22 Grad. Das ist ja schon ganz schön warm. Am Dienstag verbreitet Schauer und Gewitter, örtlich Unwettergefahr. Nur wenig Sonne bei 20 bis 25 Grad. Am Mittwoch unsichere Entwicklung. Wolkig, wenig Sonne. Schauer und Gewitter. Der Wind dreht, und zwar von auf Südwesten nach Nordosten.
und dann gibt es 21 bis 26 Grad. Sie sehen also, das ganze Band wird in Ruhe rübergeschoben und es wird sich nichts ändern. Also nehmen Sie einen Schirm mit, aus Sicherheitsgründen. Der Radar-Böllerwagen wird donnerstags morgens immer eingesackt. Er steht jetzt nicht mehr auf der Freiheitsstraße 168a. Nein, der hängt am Ladegerät 24 Stunden lang. Freitags morgens wird er neu versteckt. Das neue Versteck haben wir noch nicht gefunden. Haben Sie den Radar-Böllerwagen irgendwo gesehen? Rufen Sie unsere Hotline an 0179 3131 444 und melden Sie uns das, damit wir allen Zuschauern das auf der Homepage mitteilen können. Unter teledmw.com Verkehrsmeldungen anklicken. Da steht direkt der Standort, wenn wir ihn herausbekommen haben. Wir überprüfen das natürlich, wenn das einer mitteilt. Könnt uns ja nicht alles erzählen. Ja, wenn es stimmt, landet es auf der Homepage. Und wenn Sie dort landen, wo gefilmt wurde, dann kann Ihnen was Böses passieren. Schauen Sie. Auf der Landstraße zwischen Remscheid-Engelsburg und Hückeswagen-Wiehagen gibt es jetzt eine Radarsäule. Und die ist neu. Die gibt es zwischen Forsten und der Dorpmühle. Genauer gesagt steht sie zwischen den Bäumen in einer Kurve nach dem Parkplatz. Wenn man auf der linken Seite den Parkplatz gesehen hat, sollte man danach, wenn man abwärts fährt, aufpassen. Denn da ist Tempo 50 und man wird da heimtückisch geblitzt. Auf der Freiheitsstraße gibt es jetzt einen Angriff auf Ihren Führerschein. Sie sollen tatsächlich nachts von 22 bis 6 Uhr wegen Lärmschutz Tempo 30 einhalten. Das packen die meisten nicht. Wollen Sie nach der Goldenbergkurve schnell über die Remscher Straße nach Nüttringhausen fahren? Da gibt es jetzt Kontaktschleifen. Und zwar vor der Schule Goldenberg. Hier ist auch ein Starrenkasten installiert worden, den man besser sehen kann durch diese tolle Deutschlandfahne. Also dort, wo die Deutschlandfahne ist, bitte vorsichtig fahren. Hier ist von 7 bis 21 Uhr Tempo 30. Dann achten Sie bitte auf der A1 auf der Langerfelder Brücke auf eine Radarsäule. Jede Fahrtrichtung hat nämlich eine in der Baustelle. Sie sollten da nicht so schnell fahren. Auch dort werden Sie geblitzt. Hiermit, meine Damen und Herren, sind die Nachrichten beendet. Ich bedanke mich für Ihr zahlreiches Erscheinen, auch bei den Zuschauern, die ein Abo hinterlassen haben, immerhin ein neuer, ne? Und bei den vielen Leuten, die den Daumen nach oben getan haben und die Sendung für positiv empfunden haben. Als Dankeschön gibt's natürlich noch einiges im Anschluss der Nachrichten. Wir haben wieder den Film der Woche, den Spruch der Woche und auch die Quote. Da kriegen Sie raus, wie viel Daumen es nach oben oder unten waren. Nächste Woche ist ja kein Fußball mehr, keine Europameisterschaft. Und ich bin gespannt, ob die Leute wieder richtig viel Zeit für das Remscheider Fernsehen TeleDMW haben. Bis dahin bleibe ich, Ihr Michael Westkamp, und sage Tschüss! Tschüss. Tschüss. Ich kann nicht warten. Hier ist das Remscheider Fernsehen, TeleDMW. TeleDMW. Oh, wir sind immer am Ball. Und hier, meine Damen und Herren, könnte mal wieder der Spruch der Woche sein, der von einem doppelt so blöden Kommentar verfolgt wird. Mir sind aber die Sprüche ausgegangen. Und wenn Sie vielleicht noch einen schlauen Spruch für uns haben, schreiben Sie uns ins Kommentarfeld auf unserer Homepage oder an die Redaktion. Oder rufen Sie an oder schreiben der SNS an 0179 3131 444. In der nächsten Staffel wird Ihr Spruch bestimmt auch mal hier Platz finden. Na, schreiben Sie doch mal ein paar. Wäre nicht schlecht. Schönen Dank. Danke fürs Wasser. Dankeschön. Hast du nett gemacht. Schuhe nass. Ja, kannst du mal trocken machen. Hör doch mit Scheiße auf hier. Das hau ich dich mit dem Mikrofon kaputt. Ich grüße euch alle vom Remscheider Fernsehen. Mein Name Jürgen Drews. Kornblumen, oder? Und wir.
Ehre. Ich wusste immer schon Remscheid. Remscheid weiß Bescheid. Remscheider Fernsehen. Guckst du? Tele-DMW. Mit dem Dirk Michael Westkamp suchen Sie ruhig mal auf YouTube nach Tele-DMW. Wenn Sie mal so richtig lachen wollen, dann sind Sie bei uns richtig. Auf dem Spaßpower-Kanal von Tele-DMW finden Sie zum Beispiel alle Sprüche der Woche. Und Sie können auch sehen, was dort alles so schief geht. Unvergesslich, in einem Film der Woche ist dem Moderator an einem Parkscheinautomaten der Kragen geplatzt. Schauen Sie doch mal vorbei beim Spaßbauer-Kanal. Dieser Kanal haut jeden um. Tele-DMW. Willkommen beim Materialprüfungsamt in der Lennepper Straße. Hier ist seit dem 9. Juli 2010 eine Betonbaustelle. Aber der Autofahrer steht immer noch vorm Zaun in der Lennepper Straße. Und warum? Weil dahinter ist ja unser Beton endlich zu sehen, aber da geht's so richtig den Abhang runter. Und die Fahrbahn ist geliefert worden, könnte man sagen, denn ein LKW brachte ein 120 Tonnen schweres Stahlteil der Brücke schon vor letzte Woche vorbei. Wenn so ein Brückenteil eingesetzt wird, geht es eigentlich immer sehr schnell. Da kommen die Rohre noch unten drunter und dann ist eigentlich in der Regel so eine Straße freigegeben. Was machen die hier überhaupt? Also wenn ich hier rüberfahren würde, würde ich erstmal mitten in der Straße mich wundern, da würde ich runterfliegen. Und hier unten drunter, unter diesem Gefängniskäfig, könnte man sagen, da sehe ich was Blaues. Und das ist dieses Teil, was vor 2 Wochen geliefert wurde. Das wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Von der Seite kann man es vielleicht erkennen. Sehen Sie, dieses große Stahlteil, das wiegt 120 Tonnen. Und die Fußgänger haben wohl einen Panoramablick auf die Baustelle. Nein, da dürfen nur die Bauarbeiter hergehen. Einen super Panoramablick hat bestimmt der Kranführer hier. Man hat 2 Kräne sich besorgt und aufgestellt, denn Beton muss ja auch bewegt werden und der wiegt natürlich einiges. Ein Stück weiter rechts sehen wir immer noch unsere Behelfsbrücke. Sie wird genutzt für Fußgänger und Autofahrer. Die Autofahrer dürfen nur in Form einer Einbahnstraße durchfahren. Die Busfahrer haben Sonderrechte und dürfen machen, was sie wollen. Nur wer als Fußgänger über die Absperrung klettert und auf die Fahrbahn gerät, hat einen Panoramablick auf diese Baustelle, die einfach nicht fertig werden will. Also, sie geht über die Bahnschienen und so wird es wohl noch eine Weile bleiben. Das beweist diese Lampe, die Nachtbeleuchtung. Und die haben die Bauarbeiter, als sie mal Mittagspause hatten und Langeweile hatten, ganz einfach mal eben schlichtweg einbetoniert, damit sie nicht wegläuft. Verflixt, das könnte noch was länger dauern, so sieht das aus. Wer hier rüberfährt, der wird wohl ein paar Nägel in die Reifen bekommen. Also, da würde ich mich noch ein bisschen gedulden. Und das sieht nach viel Arbeit aus. Es muss noch betoniert werden. Es muss noch ein weiteres Teil geliefert werden, damit man auch am anderen Ende da ankommt. Also, Pustekuchen. Eine Brückenlieferung bewirkt nicht, dass die Straße wieder freigegeben wird. Da muss noch die andere Hälfte kommen. Die Verkehrssituation hat sich also hier überhaupt noch nicht geändert. Es ist immer noch eine Vollsperrungswand an der Breslauer Straße und die Busse haben immer noch Sonderrechte. Jetzt wollen wir mal wissen, wie das mit dem Trick hier geht. Also die Busfahrer haben einen Schlüssel, den stecken sie da rein und dann ändert sich mal was an der Ampel.
So eine unbequeme, aber sportliche Ampel gibt's wohl in ganz Deutschland nicht nochmal. Da muss der Busfahrer ja aussteigen, wenn er weiter will. Na, das nenne ich Sport. Und hier ist ja wieder der Spruch der Woche zum Sendeschluss. Bei Ihrem Remscheider Fernsehen, Tele-DMW, darf er natürlich nicht fehlen. Er heißt heute, der Kunde ist König. Bitteschön, die Nordsee hat den Kommentar. Ich bin aber eine Majestät. Willst jetzt nur mit König angesprochen werden, ja? Immer das Gleiche, Frau Königin. Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMW. Bis nächste Woche. DMW aus Remscheid. DMW aus Remscheid. Worauf ich stehe, ist Tele-DMW. Alles, was ich sehe, ist Tele-DMW.